Und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Ja, wir spielen heute Gas Station Simulator. Ist eine Demo, die ist im Augenblick noch auf Steam kostenlos verfügbar. Wann das Spiel rauskommt, weiß ich nicht. Ich habe schon mal reingeguckt und muss sagen, ja, ist ganz lustig. Lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt, die Demo ist kostenlos, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, wer so dieses Genre mag. Gehöre ich nun mal dazu und deswegen schon fast ein Muss. Ja. Speichern kann man den Spielstand nicht, man fängt jedes Mal wieder von vorne an, aber dafür ist es halt auch eine Demo. Wir müssen halt einen Moment warten, bis es lädt. Musik habe ich wie immer abgeschaltet, weil das könnte ja mal wieder Probleme geben. So von wegen mit Copyright und so weiter. Und ich denke mal, gerade bei der Musik wäre das wohl auch ein Problem. Wenn ihr euch das anguckt, also die Musik selber, mir gefällt sie. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ja, okay. So, zuerst sollen... Ja, toll, da direkt gegengerannt. Zuerst sollen wir hier rangehen. Okay. Ja, das englische Lesen, das überlasse ich euch. Moment mal eben. Option. Ich hatte doch das Ambiente auf 0 gesetzt. Ah ja, okay. Ja, unsere Tankstelle. Oh weia, hier sieht's ja böse aus. Gut, wir haben einen Besen. Ja, da wird uns jetzt erklärt, wie wir sauber machen. Irgendwie gibt es da wohl auch Punkte für Weitwurf oder so. Ah, daneben. Die Säcke können wir noch nicht. Jawohl. Das ist ein Score. Was der bringt im Endeffekt, weiß ich nicht. Ah, daneben. Ah, ich glaube, das war nichts. Egal. Was sollen wir denn machen? Ach so, wir sollen es auch benutzen oder beziehungsweise. Jawohl. So, jetzt sollen wir die Spuren beseitigen.
Ja. Okay, die Müllsäcke hier, die sollen wir wegbringen. Draußen haben wir auch noch einen Container. Aber ich möchte hier kurz ein bisschen mehr Sauberkeit reinkriegen noch. Weil da haben wir später ja noch genug Zeit für. Ja, das war zu doll. Das war zu wenig. Das war auch zu wenig. Ups. Das war zu hoch. Ach, knapp daneben ist auch vorbei. Gut, egal. Die Toilette sollen wir sauber machen. Sieht doch schon mal ganz gut aus hier, oder? Da ist noch ein Fußzapfen. Ja, er sagt doch schon sauber. Ich schmeiße jetzt einfach mal alles raus. Oh, da ist jemand, der will tanken. So, dann flitzen wir erstmal und sorgen dafür, sollten wir so genau wie möglich befüllen. Zack. Cool. Also die Zapfsäule, das Einfüllen. Quatsch, das Einhängen der Zapfsäule, das brauchen wir nicht. So, jetzt im Shop. Ach, Menno. Ist noch keiner. Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen aufräumen hier. Drüber. Na klasse.
Niemand da? Nein, noch keiner da. Aber ich glaube, ich muss hier erstmal rangehen. Na, so war das. Nee. Die müssen erstmal herkommen. Okay, neue Mails. Die lesen wir jetzt nicht lange. So, und? Na? Wie sieht's aus? Ups. Noch jemand? Nein, im Augenblick ist nichts. Können wir wieder weiter sauber machen. Och nee. So, das haben wir. Ein Auto reparieren. Ist da unten jemand? Nein. Hier ist die Garage, da ist noch keiner drin. Ja, ich weiß. Neue E-Mails. Ah, ja. So. Na nun komm. Steig aus. Mach ein bisschen schneller. Jawohl, die Kiste hoch. So, und jetzt können wir im Grunde gucken, was kaputt ist. Einmal der Spiegel, einmal die ist die Motorhaube zerkratzt und ein Reifenblatt. Reifenblatt ist das kleinste Problem. So,
Sack. So, dann haben wir hier so Stifte. Ups, nicht gegen. Und damit müssen wir einfach die Motorhaube, die Kratzer wegmachen. Und dann war hier auf der Seite der Spiegel, genau. So, die kaputten Stücken raus. Spiegel einsetzen. Und fertig. Erledigt. So, und jetzt haben wir nicht viel Zeit. Jetzt müssen wir richtig Gas geben. Weil wir müssen 400 schaffen. 400 Dollar, denke ich mal, sind das. So. So, nächster. Gut, draußen ist einer, der tanken will. Und da ist noch einer, der tanken will. So, neue E-Mails sind erstmal uninteressant. Wobei wir haben einen Moment Zeit. So, und es ist schon wieder dreckig. Also nehmen wir uns den Besen und fegen wieder durch. Was haben wir? Oh, die Zeit verrennt. Na komm. Ja, noch jemand. Okay, da will jemand tanken. Und ein Auto muss auch noch repariert werden. So. Motorhaube, Spiegelrad. Spiegel.
muss mal hin. Und da drüben, der ist es. So. Los, schneller. Gut. Der Dialog ist jedes Mal der gleiche, aber wie gesagt, es ist eine Demo, da ist noch nicht viel drin. So, da will wieder jemand tanken. Mal wieder sauber machen hier. Sicherheitshalber hier auch direkt. Es will jemand tanken. So, was haben wir? An der Kasse werden wir gebraucht. Man sollte also nichts in den Korb fallen lassen, bevor es nicht bezahlt ist oder nicht gescannt ist, weil das wäre dann verloren. Los, nächster. Oh, da wird einer Großeinkauf gemacht. Ups, das meinte ich. Ich denke mal, das ist in erster Linie das Bad, was jetzt dreckig ist. Trotzdem nehmen wir uns mal schnell den Besen. Ups. Ja, man muss erst wieder auf die Hand wechseln, vorher kann man nichts bedienen hier. Garage. Ich glaube, die Garage zählt gar nicht. Weil das sind nicht die Dollar da, sondern wirklich die Teile, die man verkauft, meine ich. So, Motorhaube, Reifen, Spiegel. Spiegel.
Spiegel. Warum fahren die sich alle den Spiegel kaputt? Das ist wieder der da hinten. Gut, und erstmal wieder zur Kasse, denn das ist das Wichtigste. Nee, doch, 375 sind wir und haben noch 4 Minuten. Gut. Das wäre geschafft. Ja, damit wäre im Grunde das angezockt schon fertig. Ja, man kann jetzt weiterspielen, muss man aber nicht. Es gibt also keine neuen Komponenten. Wenn wir in der Garage oder im Laden alles verkauft haben oder auch der Tank leer ist, dann ist im Grunde, können wir da nichts mehr weitermachen. Aber ja, man, wie gesagt, bis dahin könnte man es jetzt spielen. Limitierung ist halt wirklich das, was im Warenlager ist. Ja, aber das machen wir jetzt diesmal nicht. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.